Recht herzlich willkommen zur 231. Folge von Kerbal Space Programm. Ja, wir müssen mal hier reinschauen, weil wir hatten ja so ein paar Dinge unterwegs. Haben wir letztes Mal schon geguckt, aber so ganz ging das mir nicht auf. Aber wir haben definitiv jemanden nach Duna fliegen. Duna ohne Wiederkehr heißt das Ding. Das ist hier. Bewegt sich ja auch. Ist dann noch lange, lange unterwegs, wie wir sehen. Und dann haben wir meines Erachtens zwei Flieger zum Minmus. Oder war es nur einer? Ne, zwei. Das müsste der sein. Wo ist denn der Minmus? Der muss ja hier irgendwo drumherum fliegen. Das ist ja viel näher. Da erscheint es jetzt auch. Der kommt dahin. Und da haben wir noch einen. Minmus V6. Das ist da. Und das ist da. Aber wir haben meines Erachtens auch noch welche, die nach Hause fliegen. Die müssten auch noch irgendwo sein. Meine ich. Raumschrott. Ist nur die Frage, wo die sich befinden. Wenn die denn da sind. Minmus V6. Das ist das. Thomson's Kapsel, Minmus V6. Busfried's Bruck. Das ist ein Bruck, da ist wahrscheinlich auch nichts drin. Kreis Minmus. Satellitenrakete. Ja. Minmus V5. Nee, doch. Was macht Minmus V5 hier? Die umkreisen den. Ist denn da einer zu Hause? Das ist die Frage, ne? Da müssen wir nochmal gucken. Am Rande der Sternenlandung, Monument der Fahrzeug, gescheiterter Flug. Ich weiß nicht, was das ist. Gescheitert Monmus Landzunge am Rande der Startbahn, Pilotenzentrum. Hinterm Zentrum, Pilotenzentrum. Das sind alles die Dingens, die wir da hingesetzt haben. Duna ohne Wiederkehr, haben wir von gesprochen. Minmus V3 Relay. Das sind zwei Stück, hatten wir ja dann mal irgendwann abgesetzt, das ist auch klar. Gibby's Craft. Ist da irgendwo um Dingens? Hier steht Ass Reiter. Keine Ahnung. Das ist eine Mondlandefähre oder was? Moon Rescue V5 ist daneben. Okay. Alles daneben, das war mal abgestürzte Klamotten, glaube. Dumfords Kapsel. Una Alpha, Marta Kapsel. Ja, das ist schon schwierig, ne? Jetzt, das ist schon klar, aber irgendwo war doch jemand, der da auch noch zurückflog. Ich weiß nicht wo. Also die fliegen dahin, die fliegen dahin. Aber wer kommt wieder da? Sind die das, die hier wiederkommen? Nee, oder? Minmus V6. Doch, ich glaube, das geht jetzt. Nee, das geht so lang, ne? Minmus V6. Ja, ich weiß nicht. Wir gucken mal gerade rein, dann sehen wir das doch, oder?
drei Leute drinne. Wenn da drei drinne sind, ne, dann bedeutet das doch, dass die auf dem Heimweg sind, oder? Oder sehe ich das falsch? Ne, die sind auf dem Heimweg. Oder? Richten wir noch Dingens aus. Nach Flugrichtung. Das bedeutet, da ist Kerbin. Dann fliegen die doch erst weg. Aber warum sind da drei drinne? Haben wir die verpasst und die sind schon wieder rum? Kann das sein? Das wäre der Hammer, dass die da landen sollten und nicht gelandet sind, ne? Kerbin Periapsis 44.000, aber dann wären die runtergekommen. Eigentlich. Ja, wenn, dann könnte auch sein, dass es nicht so ist, ne? Wer weiß, wer weiß. Ja. Dann machen wir da Ende und gehen wieder in den Weltraumbahnhof. Das ist also erstmal sowieso lang hin, wenn, ne? Und dann gucken wir mal gerade, was da sonst noch so offen ist, ne? Ja, available. Solar Orbit? Nee. Plant Flag on Minmus? Nee. Science Data from Surface of Minmus? Nee. Satellite of Geostationary Orbit of Kerbin. So, aktiv ist Explore Duna Rescue Tibet from Orbit of Kerbin. Das wäre dann so ein Ding, das wir machen müssen. Build a new orbital station around Minmus. Position Satellite Record in a adjustable orbit of Kerbin. Das, die ist ja dann da, oder? Satelliten können in Orbit of Kerbin. Orbit Satellitenrakete. Die müssten wir jetzt mal gerade auswählen, dann Satellitenrakete. Dann gehen wir doch mal zurück und gucken, dass wir Satellitenrakete ausgewählt kriegen, ne? So, ist das hier alphabetisch sortiert? Ich könnte... Ne, ist es aber nicht. Aber ich meine, es wäre ziemlich weit unten mit der Satellitenrakete, ne? Trümmer, Satellitenrakete. Da sind zwei, wow. Und das ist... Jetzt ist die Frage, wir haben da auch noch einen, ne? Wen wollen die denn wo haben? Das ist jetzt echt eine gute Frage. Ich glaube, wir machen mal da Rename Vessel dann oder sowas, ne? Da müssen wir mal für reingehen, glaube. Und dann müssen wir das anklicken. Das ist der Ladetank. Ist das das Teil? Nee. Das ist es, der Octa Cabinet Accessor Datang, Fahrzeug umbenennen. Machen wir da mal eine 1 dahinter. Akzeptieren. Dann gehen wir da auch wieder raus. Space Center. Und dann gucken wir nochmal die Aufträge an, ob sich da was geändert hat. Dann wissen wir nämlich, ob das der war oder der nicht war, ne? Und zwar dahin.
aktiv. Seine industrielle Arbeit. Satellitenrakete, aha. Da hat sich also nichts geändert. Das würde dann halt der sein, der nicht benannt worden ist. Meine ich jedenfalls. Das bedeutet Satellitenrakete. Satellitenrakete, Trümmer, das ist eins, das müsste also dieses sein. Und den müssen wir jetzt, fliegen wir den mal und dann muss er uns ja anzeigen, wo wir hin sollen, oder? So, das ist dieser kleine schnucklige Satellit. Und der soll dahin. Wir haben das und der soll dahin. Das bedeutet, da muss man hier ein Manöver machen und dann den da drehen, ne? So rum. Warte mal. Wir fliegen ja. Den machen wir weg. Wir sollen so rumfliegen und wir fliegen jetzt auch so rum, ne? Ja, dann passt es ja doch. Aber wenn wir so rumfliegen, dann ist es ja sinnig, den da unten zu machen, oder? Add Manöver. Wo ist denn der jetzt mit dem Manöver? Hä? Ich hab doch gerade. Ach, da. Stopp. So ist schon okay, aber. Dann langsamer werden. So, dann aber wieder größer. Das war dann zu weit. Aber wieder zurück. Jo, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So muss er sein. ...672 zum Brennen und Zeit ist in 3 Stunden. Muss man dann ausrichten und dann da brennen. Und dann hat man die Mission erfüllt, ne? Das hier ist es dann. Willst du Destination Orbit? Ja. Müsste man jetzt mal ein bisschen die Zeit vorspulen. 2,5 Stunden. 1,5 Stunden, 1 Stunde, einmal langsamer, ne, ausrichten brauchen wir nicht mehr, das ist schon ziemlich passend. Dann müssen wir weiterfliegen, 10 Minuten später läuft das Ganze.
So, jetzt aber schnell anhalten. Und ausgerichtet sind wir. Und jetzt können wir dann mal voll Schub machen, oder? Und das ist ja so ein kleiner Satellite, ne? Der braucht natürlich seine Weile, bis er das Ding da gemacht hat, ne? Aber okay, die Zeit läuft halt noch. Kriegt er schon hin. Oder? Ja, sieht doch ganz gut aus. 500. Alles gut. Ordentlich Power da. Wird schon werden. 380 noch. Er dreht sich da schon rüber. Kommt immer weiter. Hundert und weg ist er schon. Für 10 Sekunden und da haben wir es schon erledigt. Gut, dann haben wir hier den zum Wegmachen und alles ist gut. Der fliegt weiter einfach. Ja. Sieht ganz nett aus. Haben wir also auch geschafft. Ja, gab es da denn Punkte für? Gute Frage. Position Restricted Orbit. Ja, das bedeutet jetzt aus der Ansicht raus, in die rein und da umgeschaltet. Und dann müssten wir jetzt hier in unserem Zentrum sein. Na komm schon. Und hier haben wir 156,6. Es gibt gar keine Punkte mehr für sowas. Das ist doch nicht normal, oder? Ha? Aktiv. Rescue. Und das ist gleich und das ist gleich. Build a new orbital station on Minimus Rescue Set. Ja, jetzt haben wir diese Aktiv Archiv. Okay, da ist Archiv. Explore. Ferry. Position Minimus. Das hier ist doch das, was wir gerade gemacht haben, ne? Prestige signifikant, okay. Mhm. Da haben wir nur Kohle für gekriegt, oder wie sehe ich das? Und Prestigepunkte hier. Aber sonst nix, okay. Ja, dann ist das halt so. Gut, alles klar, dann sind wir da auch erstmal wieder einen Schritt weiter, einen weniger in der Liste hier, aber wir, okay, ist trotzdem nichts, da können wir noch ganz viele Sachen machen. Hier haben wir den T-Bird from Orbit of Kerbin zu retten.
Müssen wir dann mal schauen, dass wir das noch machen. Rescue Defort vom Orbit of Minmus. Da sind wir, glaube ich, hin unterwegs dann mit irgendeiner Rakete. Rescue Defort vom Orbit of Minmus. Rescue Buzzfeed vom Orbit of Minmus. Buzzfeed. Haben die denn nicht schon dann drinne? Oder vertue ich mich da so sehr? Wo ist denn Buzzfeed? Da haben wir doch bestimmt schon Wrack, oder? Der Buzzfeed nicht hier unten irgendwo gewesen. Tibets Raumschrott. Buzzfeeds Wrack. Das heißt, wir sind nämlich mit dem schon unterwegs nach Hause sozusagen. Der muss dann hier zum Beispiel drin sitzen, ne? Geh doch mal da rein, ob da Buzzfeed oder wie hieß der andere drin sitzt. Debris. Melster und Winfried. Winfried, ja, nee, die sind's da nicht. Das ist halt das falsche Gerät. Der war es nicht. Wo ist er denn? Da nochmal hin. Minmus. Tuna und der Wiederkehr, ne? Da muss es doch der sein, oder? Wo Winfried drinne sitzt. Oder Buzzfeed. Buzzfeed. Ha, kriege ich den nochmal angezeigt? Den hätte ich gerne noch gerade gesehen, bevor wir aufhören. Wahrscheinlich jetzt wieder den gleichen wie eben angeklickt. Oder? Da ist nur einer drin. Na dann. Ist das nicht richtig? Ja, da kümmern wir uns dann um in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, damit ihr mitkriegt, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare erwünscht gerne, damit ihr reinschreiben könnt, wie schön oder wie schlecht es war, damit ich da was verbessern kann, ob euch was gefallen hat oder sowas. Vielleicht ist euch was aufgefallen. Und was hatten wir noch? Wir hatten die Glocke, wir hatten den Daumen hoch und ja, dann, wenn ihr noch kein Abo habt, macht noch ein Abo. Alles klar, bis zur nächsten Folge. Tschüss!